Lucius Raccoon präsentiert Let's Play Besiege Teil 2. Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit einer neuen Folge Besiege. Oder Besiege. Ja, ich habe es noch nicht nachgeguckt. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja durch so ein kleines Minenfeld mehr oder weniger geschummelt. Mit unserer recht wackeligen Konstruktion. Und die Schafe haben auch ihr Bestes getan, um uns zu vernichten, indem sie sich geopfert haben und in die Minen reingelaufen sind. Ein recht tückisches Spiel, habt ihr schon gemerkt wahrscheinlich. Und wir müssen mal gucken, dass wir was Stabileres bauen als das letzte da. Genau, hier waren wir das letzte Mal und das nächste ist der Perimeter Wall. Okay. Perimeter Wall, okay. Ah ja. Okay. Ah ja, das da hinten sollen wir zerstören. Ich weiß gar nicht, ich bin das letzte Mal gar nicht drauf gekommen, ob man da auch drum rumfahren kann. Das probieren wir jetzt mal kurz. Ich hab doch gesehen, dass man hier irgendwo... Ah ja, man kann sie drehen, genau. Das probieren wir jetzt einfach mal ganz frech. Boah, wir werden auf jeden Fall beschossen. Nein! Oh Gott. Ja, ich sehe schon, wir müssen da mal von Grund auf uns was Neues überlegen, denke ich. So. Destroy. Hier ist wieder so eine Mine. Ah ja, und hier sind die Bogenschützen. Ich weiß nicht, wie gefährlich die sind. Mir ist auch aufgefallen, dass wir hier auch noch andere Blöcke haben. Ah, das ist Basic. Okay, Blocks. Hinge, Swift. Hinge sind, glaube ich, Federn. Swivel Joint weiß ich jetzt gerade nicht. Halfpipe. Low Friction. Okay. Wooden Pole. Brace. Okay. Wooden Panel. Oh, hier gibt es noch echt einiges. Was ist das? Mechanicals. Also man sieht schon, obwohl es Alpha ist, hat schon einiges an Blöcken. Cox. Okay. Steering. Oh ja, ich sehe schon, da müssen wir mal dann einiges noch ausprobieren. Grabber. Gut. Ah, hier kommen doch die interessanten Sachen. Spikeball. Metal Blade Saw. Ja, ohne Kanone. Eine Kanone. Und ein Flammenwerfer. Bomben. Ja, hier sind die. Hier ist der gute Stoff. Ah, Fliegen, okay. Das lassen wir mal. Ah, und hier kann ich mich noch. Ah, schön Rüstung. Also, genau. Aber die müssen wir ja jetzt hier irgendwie loswerden. Ja, bauen wir erstmal ein Grundkonstrukt wieder. So. Was F1, genau. So. Ja, ich finde dieses Haar als Grundding eigentlich gar nicht schlecht. Kann man relativ viel drauf aufbauen. So, was brauchen wir auf jeden Fall? Räder. Ich weiß gar nicht, müssen wir lenken können? Naja, da hinten schon. So. Nehmen wir wieder die Basics. So. Gut. Weil es hat auch sich schon wieder... Reicht doch eigentlich hinten die Steuerung. Weil es war ein bisschen wackelig, das Zeug. Also, machen wir es mal so. Ja, daneben geklickt. Oh Mann. Lucius, Lucius. So. Irgendwelche Kuhglocken hören wir doch, aber ich sehe keine Kühe. Und wir brauchen Räder. So, da, da. Ja, und irgendwie müssen wir die hier loswerden. Was haben wir denn nochmal? Am besten... Ich habe auch Bomben und einen Holter. Kann man bestimmt sowas wie einen Katapult bauen. Ich habe keine Ahnung wie. So. Ich kann mit C benutzen. Gut. Vielleicht reicht es schon, wenn wir die einfach hier hinbauen. Schauen wir mal, was passiert.
Ist noch alles sehr simpel bei mir gehalten, aber. Oh Gott. Ich glaube, der Plan war ja gar nicht schlecht. Aber irgendwas hat es mir jetzt voll kaputt gemacht. Hier ist das Ding abgerissen durch den Rückstoß. Okay. Wir haben doch diese Verstärker-Dingsies. Genau. Ah ne, man muss halten und dann. Hä? Das ist das Einzige, was ein bisschen. So, vielleicht reicht das schon. Und boom! Ah ja, jetzt, das haben wir, diesmal haben wir es auch überstanden. Ach ne, falsche Tasten. Okay, so. Vorsichtig. Ja, die Frage ist, kommen wir da. Okay, das Steuern wird dadurch nicht einfacher. Hallo? Oh Mann. Na, fahr mal rückwärts. Kann man doch drum rumfahren. So. Ganz easy peasy hier. Genau so, wie wir es uns gedacht haben. Einmal? Okay, jetzt ist natürlich vorwärts und rückwärts vertauscht. So, und. Ah, hör auf. Kommen wir da hoch? Nein! Da hätten wir wieder diesen eleganten Rammsporn gebraucht von dem letzten Mal, oder? Na gut. Oh, vielleicht schafft ihr noch was. Wie so eine Schildkröte. Boah, wir könnten eine Schildkröte bauen. So. Wie macht man das jetzt am blödsten? Das mit den Kanonen hat ja ganz gut funktioniert. Können eigentlich noch eine zusätzliche. Warum eigentlich so geizig hier? Aber ich hoffe, dass das mir nicht wieder alles kaputt haut. Aber die schießen auch alle auf einmal, ne? So, haben wir auch ein bisschen Gegengewicht. Und mein Plan ist jetzt absichtlich das Rückwärtsfahren. So. Dann bauen wir nämlich hier wieder unseren coolen Rammsporn hin. Okay. Kann doch nur klappen. Uah, das hätte uns jetzt fast umgehauen. Der Rückstoß von den Kanonen. Heftig. Können wir da einfach durchfahren? Ohne kaputt zu gehen? Ja. Ja, außer dass es halt komplett brennt. Oh Gott. Aber der Rückstoß ist ja so krass. Habe ich schon gestartet? Ja. Nein. Noch nicht. So, jetzt hat. Boom! So. Ah, oh, schon wieder. Ja. Ah, Moment, das Feuer ist aus. Fast. Sparen wir uns vielleicht das Rumkurven. Und der Baum fällt auch um. Ja, hier sieht man auch so ein bisschen, das sieht auch wie so ein. Wie bei so einer Spielzeugeisenbahn, die einzelnen Module aus. Kommen wir da drüber? Ah, nein. Können wir nochmal feuern? Nein, das wäre wahrscheinlich auch overpowered. Moment. Jetzt aber kein. Oh, fuck. Schaffen wir es vielleicht noch mit einem Rad? Hm? Okay, wir müssen uns in die Richtung drehen. Oh Gott, das wird nix. Nochmal. So. Machen wir da hinten vielleicht auch mal eine Verstärkung dran. Na, nein, ich möchte Symmetrie. So. Und nochmal. Feuer! Achso, ich wollte eigentlich mal die Steuerung auf die andere Seite machen, weil ich schon gemerkt habe, dass. So. Und weiter geht's. Moment.
Wenn die so blockieren, dann ist das immer. So, und? Hallo? Ah? Nein. Ach süß, die haben ja Namen, die Leute gehabt, anscheinend. Und wodurch sie gestorben sind. Ah ja. So, sehr schön. Jetzt müssen wir da noch irgendwie drumherum. Ja, dieser Stein ist unser größter Feind. Ich muss bloß bei der Steuerung. Wundert euch nicht, ich muss bloß immer umdenken mit der Rückwärtssteuerung. Weil ich sehr vorhin. So, jetzt hat er aber. Beste Zerstörungsmaschine ever. Ever. Okay. Das ist bestimmt hier auch ein Rekord. Gucken wir uns gleich mal die nächste Herausforderung an. The Queen's Fodder. Okay. Ich sehe schon, wir müssen hier mal komplett umdenken. Kill 90% von jedem töten. Ja. Ich glaube, da ist jetzt meine jetzige Maschine nicht so. Ich glaube, da können wir uns hier mal austoben. Weil ich meine, drehende Sägen. Eigentlich können wir die doch. Wisst ihr was? Da bauen wir einen Turm. Also, bup. So. Wir brauchen erstmal Blöcke. So. Jetzt bauen wir erstmal einen schönen Rahmen. Hihi. Ich muss sagen, hammercool. Also das Steuersystem, man findet sich echt sofort zurecht. So. So, wo sind die schönen Spaßsachen? Genau. Ah, die halten nicht für ewig. Okay, schauen wir erstmal. So. So. Das geht nicht. Oh, ich habe die unterschiedlich lang gebaut. So. Nein. Achso, die kann ich gar nicht so machen. Okay. Dann brauchen wir hier noch einen Ansatzpunkt. Da hinten rum brauchen wir wahrscheinlich nichts. Okay. Yeah, Waffen, 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 Waffen. Einmal hier. Warum eigentlich nicht auch hier? Ah, was soll der Geiz? So. Gucken wir mal, ob die zu uns kommen. Okay. Muss ich da eigentlich irgendwas machen mit denen? Ne, die funktionieren da mit Y. Okay, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, kommt nur her. Boom. Oh nein. Ich habe meine Festung wieder zerstört. Mein Gefährt. Das hat trotzdem gereicht. Oh Gott. Aber ich finde das so geil, dass die Maschinen halt ewig weitergehen. Boah, ich hätte einfach so lose Drehdinger nehmen sollen, die wären bestimmt in die Gegend. Aber auch cool, dass die Pfeile da dran bleiben. Ach so, sind da noch Bogenschützen oder was? Ah, okay. Ich hab zu geil. Zu geil. Okay, okay. Jo. Ja, ich bin immer noch voll hier bei dem springenden Ding da. Guckt euch das mal an. Das ist das Geile an Physikspielen, ganz ehrlich. Und die schießen hier noch munter ihre Pfeile. Nun gut. Ja. Haben wir ja doch immerhin jetzt sogar unsere ersten feindlichen Soldaten besiegt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Lucius Hakun. Und noch viel Spaß. Bei was auch immer. Also ich habe bei dem Spiel definitiv keinen Spaß. Boah, jetzt kämpfen die gegeneinander. Oh, vielleicht erreichen wir noch die Bogenschützen.
Und? Ach, da hinten hüpft auch noch eins rum von den Dingern. Ah, guck mal da hinten. Ja, ich meine, dieses Design ist halt echt cool mit diesem, mit dieser weißen Void drumherum. Sehr schön. Also, ich muss schon nochmal betonen, also optisch gefällt es mir auch sehr gut. Und dann erinnert halt echt an so ein Tabletop-Spiel. Also sprich, wo man auch mit so kleinen Armeen hin und her zieht und würfelt und so, also. Ja, so ganz habe ich, glaube ich, das Bau noch nicht raus. Also ich bin bestimmt noch nicht der Pro schlechthin. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Yay, sagen sie dauernd. Die Trompeten müssen noch so machen mal. Aber gut. Nun gut, bye bye.